Jo Leute, die Wanderfreaks sind on Tour, wie ihr seht, bei... Könnt ihr gerade nicht sehen, aber es ist hervorragendes Wetter. So, der Frühling hat schon angekündigt, es ist wirklich 17 Grad, soll es heute werden. Bei dem Longboardfahren wird es natürlich wärmer. Unsere Tour geht jetzt nach Hofheim, wir sind jetzt schon ein bisschen gefahren. Und wir nehmen euch jetzt wieder mit auf eine schöne Tour, zeigen euch wieder schöne Bilder von der Natur, von uns. Genießt diese Bilder. Hast du noch was zu sagen? Ja, hoffentlich diesmal ohne Wind. Bis jetzt ist es sehr windstill, ja. Und... ja, wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Da hinten sind so ein paar Fahnen, die wehen, aber das macht uns nichts aus. Wir legen los. Bis gleich. Ja, guten Tag. Da wir letztes Mal keine Mario Kart Freaks gewesen sind, haben wir uns gedacht, heute muss es mal wieder soweit sein. Und jetzt haben wir einen kleinen Berg vor uns. Werden wir unter Mario Kart. So klar, Leute, das müssen wir uns geben. Ihr seid dabei, los geht's. Stark schon mit Gegnern hier. Knowing that I'm just growing. Keep the lights on, so I know that she homie. Forgiving all my mistakes, knowing that I'm learning. If I light it up, I know that she gon' keep it burning. Das ist kein Auto. Das ist eine Bestie. Das ist ein Raubtier. Ein Kurvengott. Sieh unsere Let's Plays zu Need for Speed Most Wanted 2010. 6? Da haben wir die Elise gequält, oder sie hat uns gequält. Sie hat uns mehrmals zum Orgasmus gebracht. Schneid talk if you don't mean it. Our love is all rolled up and I'll be feening. Two shots to the cold stuff, you got me leaning. Cop lights on my rear view, they got me beaming. All night we don't play, we don't play. Grab you girl, she's okay, she's okay. We still stay calm on this tightrope. We fall and land on the right note. There's some things that I'm... Das ist die Rhein-Main-Therme in Hofheim. Entschuldigung, in Hofheim, Leute. Come on! Ja, es ist ein Erlebnisbad, aber auch mit Wellnessbereich. Sehr zum Empfehlen. Die Schwimmfreaks waren auch schon drin. Und schaut euch mal das an. Es waren ein paar Wölkchen, aber sonst blauer Himmel. Feldberg ganz da hinten ist ein bisschen verschwommen, aber ist bombig. Und es macht momentan echt Spaß. Yeah, she give me sweet talk, knowing all I need, so I feel the warmth when I'm waking on the east coast. She give me movement, but she can lay it down too. She give me all that gets me through. Sweet talk, knowing all I need, so I feel... Ja, und jetzt dürfen wir mal wieder ein bisschen laufen mit unseren Longboards. Und zwar geht's da jetzt hoch zum Meisterturm. Ja, da hatten wir auch eine Wanderung hin. Eine sehr spontane. Aber fällt euch was auf, Leute. Schaut mal hier. Wie gesagt, es wird immer grüner und obwohl es Sonntag ist, ist verdammt viel los. Die Leute wollen einfach raus, Leute. Die Leute haben die Kälte satt, das kalte Wetter. Sie wollen raus, genauso wie wir es machen. Ja. Kurzes Problem, Leute. Wir sind gerade den Weg hier hoch und dann ist uns was im Weg. Nämlich das, mitten im Weg, da muss wohl ein Baum umgestürzt sein vor, keine Ahnung wie lang. 12 Tage. Und wir werden uns jetzt da durchquälen. Wird abenteuerlich. Rankommt. Wenn das Longboard hängen bleibt, aua. Nein, Leute, und jetzt kommen keine Kommentare, die dann sagen, geht doch außen rum. Wir sind Abenteurer, wir müssen hier lang. Und außerdem geht es nicht außen rum. So. Ah, ich hab's genommen. Alter, schaut euch das mal an, Leute. Den Baum hat's mal völlig zerlegt. Alter!
zeige euch das gleich, Leute. Ich muss hier erstmal versuchen, mir nicht den Hals zu brechen. Schau ich das an. Da gehört der Baum hin. Und da ist er runtergebrochen. Und jetzt frage ich mich, wie kommt das? Die letzten Tage war kein Sturm. Aber gut, wir haben es fast geschafft. Da wollen wir hin. Und ja. Von ganz hinten hört man mal ein paar Autos. Das ist echt ruhig, das ist echt geil, der Wald. Eigentlich wollte ich hier nur so eine Kapelle. Ich bin noch am überlegen, wo wir da hinkommen. Weil da kann man einen schönen Blick auf den Niedergang haben, den wir heute wirklich haben. Und mal gucken, ob wir da hinkommen. Und dann geht es weiter mit dem Longboard, weil wir sind ja mit dem Longboard. Ja, der liebe Sascha, der beißt uns den Weg. Ja, weil hier unten ist so ein kleiner Ausguck. Ich bin wieder mal voll der Nase gefallen. Ja! Das sind locker Gefälle von 30%. Na, also jetzt über 30%. Junge. das waren schon 70. Hast du gesehen, wie viele Tanzapfen wir sind? Ja. 100 Millionen. Ich will nur. Ach, da! Das ist ja schon. Ja, da, das ist nur das Ding, was ich mir so überlegt habe. Das. Junge, das sind nicht mal mehr Gefälle von 30%. Das sind. Da ist die Kapelle. Ja cool, da kommen wir sogar einfach hin. Genau, wir gehen jetzt hier runter, brechen uns dabei mehrmals den Hals und dann kommen wir taufrisch unten an. Ja Leute, das ist unser Ziel. Eine kleine Kapelle, den Namen weiß ich nicht, den gebe ich euch nicht mehr. Ne? Und das ist die wunderschöne Stadt Hofheim. Dümmste Idee ever, hier runter. Wir sind gerade einen netten Fahrradfahrer entgegengekommen. Der hat gesagt, hätten wir von da oben angefangen, hätte er gesagt, wir hätten ca. 70 Kilometer drauf bekommen. Da hätten wir wahrscheinlich mit dem Anker werfen müssen, damit wir gerettet werden können. Und ihr werdet jetzt gleich nur ein Geschleife hören. Das ist ein Geschleife der Spur und des Adrenalins. Und einem weißen Autos, das uns hoffentlich nicht entgegenkommt, weil es ist gerade sehr gut. Und ich bin ja einer, der abenteuerlustig ist, aber das hier runter ist doch recht heftig. Ich traue mich nicht. Erstens, weil es ganz schön in die Augen gehen kann. Gute, die hat es jetzt geschafft. Der fährt aber auch noch eine halbe Stunde. Der ist gleich unten im Dorf. Stark. Und ja, es ist halt sehr gefährlich. Die Schuhe, vor allem die Schuhe, kriegen einen Verschleiß drauf. Dass das schon brachial ist. Aber. Ach, Jungs. So tell me what you're waiting for.
Yo, was geht ab? Erstmal mal schönes Essen bei Beef and Beer. Beef and Beer, nice. In Hofheim. Yeah. Ich bin hier mal sehr gespannt. Es eine Riesenauswahl, wenn der Hamburger so groß ist. Mein Hamburger. Wenn die Pasta mit dem Lachs so groß ist. Die Pasta. Ja, wir haben jetzt eine schöne Tour gebracht. Ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei, haben wir noch den Rückweg. Oh, Hilfe. Und ja. Essen. Adventure Freaks sind wieder on Tour. Diesmal mit einer. Was denn jetzt? Diesmal. Entschuldigung, wenn es hier so gerade so ein bisschen wackelt. Mit einem. Ganz einfach verfahren. Ich wollte auf der Straße fahren, jetzt sind wir fahren auf dem Waldweg, Feldweg. Das haben wir nur da. Also, wir laufen auf dem Feldweg, weil auf der Straße fahren ist immer noch so ein bisschen. Gefährlich. Aber jetzt sind wir hier irgendwo gelandet, wo wir nichts machen können. In einem Feuchtbiotop. Ein Weg! Ja, ich komme der größte Feind von uns. Wann schon? Nein! Ihr kommt auf so eine blöde, süße Idee! Ich weiß nicht wie! Ja, mega! Ich würde sagen, einfach drüber! Was für ein. Ja, das waren die Adventure Freaks. Ich würde sagen, einen Daumen hoch, Leute! Nachdem wir den Gegenwind einigermaßen bezwungen haben, kommt jetzt der Weg, den wir heute vor 4 Stunden mit 3000 km runtergebrettet sind. Den fahren wir jetzt hoch. Landschaftmäßig ist top, Leute, oder? Cool. Gefällt mir. Schauen wir vor. Everybody fucking jump! Den Rucksack immer griffbereit im Rucksack. Stark. Den Helm immer griffbereit im Rucksack. Weil wir sind ja so erfahren. Wir brauchen keinen Helm mehr. Wir sind so die übelsten Pros mittlerweile. Wir können jede Tour mitmachen ohne Helm. Wir könnten auch. Alles klar! Aber Leute. Das bringt uns auf folgendes Thema. Kannst du das gerade nochmal machen? Nein. Wir werden eine Longboard-Tour machen. Haben wir spontan entschieden.
3 Tage. Werden wir machen. Wir fangen am 30. Mai an. Erst montags bis mittwochs oder donnerstags werden wir fahren. Von Rüdesheim aus bis nach Koblenz sind 76 Kilometer. Sollte zu machen sein. Easy. Und das wollte ich schon mal sagen. Das wird mega geil. Wir machen wieder Kamera und Freude schon mal auf diese Wanderung. Wir werden unsere Muskulatur noch mal ein bisschen striezen. Nein, nicht oben. Zum Beispiel so eine Wade. Die wird äußerst strapaziert. Und ja, jetzt genießen wir noch ein bisschen hier das da oben. Mega geile Sonne. Das da. Bzum, 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 bzum. Weil wir werden nicht mehr lange, zumindest heute nicht mehr lange, in den Genuss kommen. Thank you.